Ja, heute mal wieder ein WhatsApp-Themenvorschlag. Vielen Dank, ihr seid der Hammer. Es geht um die kuriosesten und krassesten Zahlen des Weltraums. Wir klären Fragen wie, gibt es mehr Sandkörner auf der Erde oder mehr Sterne im Universum? Auf welchem Planeten ist die Windstärke mit 1600 Kilometern pro Stunde am stärksten? Und auf welchem Planeten sind wir Menschen am leichtesten? Also Angeberwissen zum Staunen jetzt bei Klicks und Science in Fiction. Herzlich willkommen und wie ihr zu WhatsApp kommt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Platz 7. Wie groß ist das Universum? Wie groß ist es? Die Antwort, niemand weiß es. Ja, tut mir leid. Ja, fängt schon mal schlecht an. Nee, aber ich will euch jetzt nicht dumm sterben lassen. Eigentlich ist es ganz logisch. Das Universum ist ja 13,8 Milliarden Jahre alt. Da sich ja nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen kann, müsste es einen maximalen Durchmesser von 27,6 Milliarden haben. Aber das stimmt auch nicht. Denn es gibt etwas, das sich schneller als Licht fortbewegen kann. Ja, hat uns denn der Krachten die ganze Zeit belogen? Nein, beides ist richtig. Wie kann das sein? Ja, das, was sich schneller bewegt als Licht, ist eigentlich nicht etwas. Es ist der Raum selbst. Das Universum dehnt sich nämlich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aus. Wenn wir das berücksichtigen, dann wissen wir zumindest eines, wie weit wir in jede Richtung blicken können. Und das sind 46,6 Milliarden Lichtjahre. Also das Universum, das wir sehen können, hat einen Durchmesser von 93,2 Milliarden Lichtjahren. Ob allerdings dahinter noch etwas ist, das wissen wir leider nicht. Platz 6. Der Saturn besteht zu 96% aus Wasserstoff. Vielleicht wissen es einige von euch, dass der Saturn ein Gasplanet ist und bis auf 4% aus Wasserstoff besteht. Er hat eine so geringe mittlere Dichte, dass er wohl auf Wasser schwimmen würde. Er ist der äußerste Planet mit dem bloßen Auge sichtbar und war den Menschen deswegen schon vor der Erfindung des Fernrohres bekannt. Zudem ist der Saturn auch der Planet mit dem krassesten Wind. Die Windstärken in seiner Atmosphäre erreichen bis zu 1600 Kilometern pro Stunde. Außerdem ist der Saturn etwa 9,5 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde und somit braucht er für einen Orbit um die Sonne extrem lang. Eine Umkreisung der Sonne auf dem Saturn dauert 30 Jahre auf der Erde. Platz 5. Wie viele Sterne gibt es eigentlich im Weltall? Mehr als Sandkörner auf der Erde? Weil man noch nicht mal weiß, wie groß das Universum ist, weiß man auch nicht ganz sicher, wie viele Sterne es tatsächlich da draußen gibt. Aber es gibt Schätzungen, nach denen es eine Quadrillion Sterne sind, also eine 1 mit 24 Nullen. Wow. Vor allem, wenn man das mit der Anzahl der geschätzten Sandkörner auf der Erde vergleicht. Eine Studie kommt nämlich auf eine Zahl von nur 7 Trillionen und 500 Billiarden. Lächerlich also im Vergleich zu den Sternen. Und es ist ja zu wenig Sand hier auf der Erde. Es droht ja eine weltweite Sandkrise. Platz 4. Ein Tag auf der Venus dauert länger als ein Venusjahr. Jetzt wird's ein bisschen komplizierter. 234 Erdentage dauert ein Tag auf der Venus und ist damit tatsächlich länger als ein Venusjahr, das nur 225 Tage dauert. Aber wie kann das sein? Erst einmal unterscheidet sich die Venus gar nicht so sehr von der Erde. Sie ist zwar ein bisschen kleiner, hat aber eine ähnliche Dichte und eine etwas kürzere Umlaufzeit um die Sonne. Doch ihre Oberfläche ist extrem heiß mit bis zu 500 Grad Celsius. Heiß genug, um sogar Blei schmelzen zu lassen. Und jetzt zurück zur eigentlichen Frage. 225 Tage beträgt die mittlere Umlaufzeit der Venus um die Sonne. Doch die Eigenrotation um die eigene Achse, die dauert länger, nämlich 234 Erdtage. Und so kommt es, dass ein Tag auf der Venus ein bisschen länger dauert als ein Jahr. Ein kleiner Funfact noch oben drauf. Die Eigenrotation der Venus läuft gegensätzlich zu den meisten anderen Planeten im Sonnensystem. Und auf der 3 zwischen Erde und Mond ist sehr viel Platz. Auch wenn der Mond in super Vollmondnächten wie am Neujahrstag 2018 so hell und groß wirkt, der Trabant ist doch eine ganze Ecke von der Erde entfernt. Zu diesem Zeitpunkt beispielsweise 359.000 Kilometer. Aber der Abstand variiert. Wenn der Mond auf seiner elliptischen Bahn die maximale Distanz erreicht, ist er 405.000 Kilometer von der Erde entfernt und dann würden tatsächlich alle anderen 8 Planeten unseres Sonnensystems zwischen Mond und Erde passen. Das ist echt nicht ohne diese Strecke. Wenn man sie mit einem normalen Flugzeug zurücklegen würde, wenn es ginge, bräuchte man mit Zwischenlandung und Tankstopps ganze 20 Tage. Knappe 2 Tage dauert es dagegen lediglich, die Erde am Äquator zu umrunden. Platz 2. Fußabdrücke auf dem Mond halten sich ewig. Vielleicht wisst ihr ja, auf dem Mond gibt es kein Wetter und das heißt, im Mondstaub sind immer noch die Fußspuren von
von Neil Armstrong und Buzz Aldrin zu finden. Sie könnten quasi einfach nur mal kurz um die Ecke verschwunden sein und gleich wieder auftauchen. Ja, anders als hier auf der Erde werden Spuren auf dem Mond weder von Wind noch von Wasser verwischt. Sie halten sich Millionen von Jahren. Nur ein Meteorit, der zufällig genau an diese Stelle, eintrifft, der könnte sie verschwinden lassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihre Fußabdrücke unsere Zivilisation überdauern. Und mein absoluter Liebling, statt Diät, einfach mal ab auf den Mars. Wir berichten ja immer wieder mal über den Mars, denn viele Experten als erdähnlich bezeichnen. Eines ist dort aber sicher ganz anders als auf der Erde. Unser Körpergewicht nämlich. Und das hat mit der Schwerkraft zu tun, die uns zur Oberfläche hinzieht. Das wissen wir ja alle noch aus dem Physikunterricht. Je größer die Masse eines Objekts, umso größer ist auch die Gravitation. Weil auf dem Saturn und Jupiter die Beschleunigung, also bei uns heißt das ja Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat, höher ist als auf der Erde, wiegen wir dort viel mehr als hier. Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch würde auf dem Jupiter 175 Gramm wiegen. Anders dagegen auf dem Mars. Wenn man auf der Erde also 70 Kilogramm wiegt, sind es auf dem Mars nur noch 3/8 davon, also gute 26 Kilogramm. Yippie, ich bin auf dem Mars. Ja, wenn ihr als erstes Neues zum Thema Marsbesiedlung und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klikso mitmachen und mir Themen vorschlagen, wie hier zum Beispiel, oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klikso passiert. Und zur Begrüßung gibt's noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, 1000 Raketen zum Mars. Ansonsten bis dann, bleibt dran.